Ja, grüezi miteinander. Willkommen hier aus München. Heute nehmen wir euch mit auf einer spannenden Reise. Mensch, Tobi, komm mal mit ins Bild hier. Ja, servus zusammen. Wo geht's heute hin, Spannendes? Heute geht's Spannendes in die Berge, damit du auch mal die Berge siehst. Wenn wir schon mal hier, wenn du schon mal hier in Bayern bist, dann müssen wir die Berge auf jeden Fall mitnehmen. Das und natürlich gut. Auch spannende Fahrzeuge, die Baureihe 218. Die super. Wollen wir jetzt mal so ein bisschen aufnehmen. Das ist zumindest der Plan. Ich freue mich sehr drauf. Und wenn ihr wissen wollt, was wir alles Spannendes erleben, was dazwischen kommt und was für spannende Geschichten wir beide so erleben werden, dann bleibt dran. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß. Und welchen Zug müssen wir nehmen jetzt? Jetzt müssen wir erstmal Richtung Memmingen fahren. Und das machen wir jetzt mit Go Ahead. Alles klar. Genau, das ist die erste Etappe. Wir melden uns später wieder. Seid gespannt. Wir sind jetzt kurz vor Memmingen und haben aber ein paar Minuten Verspätung und von daher sind wir mal gespannt, ob unser Anschlusszug in Memmingen Richtung Oberstdorf wartet. Also ihr seht's, sind im Anschlusszug drin. Anschluss hat gewartet, wie im Übrigen auch noch von der Go-Ahead-Zugbegleiterin angesagt. Das ist jetzt hier meine erste Fahrt in den Triebzügen der Baureihe 633, auch Pesa-Link genannt. Ja, und da gerade nicht so viel los ist im Zug, zeige ich euch mal ein paar Innenraumszenen. Also die Sitze finde ich so mittelmäßig bequem und was vor allem auffällt, ist das sehr laute Motorengeräusch. Ja, willkommen hier aus Altstetten am bekannten Fotomotiv mit der Bergkulisse im Hintergrund und der Kirche. Die Fahrt war ganz gut,
ging auch relativ zügig von München, war ich schon positiv überrascht. Und auch die erste Fahrt mit Go Ahead Bayern war ziemlich gut. Ja, jetzt übergebe ich an dir. Genau, richtig. Wir sind jetzt hier in Altstetten. Ich sag noch kurz, was es mit dieser Kirche und der Bergkulisse auf sich hat. Also hinten ist der sogenannte Gründen, der Wächter des Allgäu, so wird dieser Berg auch genannt. Und die Kirche gehört zum kleinen Örtchen Altstetten. Das ist auch der Bahnhof oder der, doch, ja, es ist ein Bahnhof, weil war ich hier vorne und hinten. Also die Station, wo wir ausgestiegen sind, und man läuft ungefähr eine Viertelstunde hier zu diesem Motiv. Ja, wir überlegen jetzt noch kurz, ob wir hier stehen bleiben oder ob wir noch mal ein paar Schritte weiter vorne gehen. Und dann, ja, genießen wir hier die Bergkulisse, versuchen ein paar schöne Aufnahmen zu machen, und mit den Aufnahmen wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Ihr habt es gesehen, ja, wir hatten mit dem Wetter Pech. Heute ist der heißeste Tag, wahrscheinlich im Juli. Überall in ganz Deutschland scheint die Sonne wunderbar. Heute früh hat die Sonne auch geschienen. Und was kommt, wenn wir hier an einer schönen Fotostelle sind? Jede Menge Wolken und ein bisschen Regen. Und von daher... Vielleicht hört man ja, das Donnern auch. Vielleicht hört man, genau. Und von daher, ja, war es jetzt natürlich ganz nett hier, sage ich jetzt mal, zu sein, aber die Fotoausbeute ist natürlich entsprechend dünn, genau, also Kalendermotiv hast du jetzt wahrscheinlich hier nicht bekommen. Und ja, Jens, von daher die Frage an dich, hat es jetzt trotzdem Spaß gemacht? Und zweite Frage, wie ist der weitere Plan? Ja, das Wichtigste ist ja, dass man mit guten Freunden unterwegs ist, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Ja, Fotos war jetzt schon enttäuschend, aber was will man machen? Ändern kann man es eh jetzt nicht mehr. Und was war die zweite Frage? Die zweite Frage, wie ist der weitere Plan? Der weitere Plan, ja. Wir gehen jetzt nach Altstetten, wie ihr unschwer erkennen könnt. Also wir sind ja in Altstetten, aber wir gehen zum Bahnhof, so. Richtig. Und dann fahren wir nach Immstadt. Je nachdem, wie feucht es dort wird, machen wir da eine Aufnahme entweder auf der Brücke oder ist das ein Eurocity oder ein Intercity? Nein, heißt es auch ein Intercity von Dortmund nach Oberstdorf, ja. Genau, und den nehmen wir dann auf, wenn es trocken ist, von der Brücke, ansonsten halt vom Bahnsteig. Genau, und ja, wie trocken es ist und ob der kommt und was wir noch so weiter erleben, seid gespannt, bis dann. Ja, wann sollte unser denn fahren?
Schaut mal an, ich habe hier meinen Zug gefunden, passend zum Kanalnamen, der passende Zug bzw. passende Zugnummer. Allerdings zur Aufklärung, weil manche schon dachten, dass ich mich genau nach diesem Zug benannt habe, dem ist nicht so, das Gründungsjahr war für mich ausschlaggebend, aber ist natürlich ein schöner Zufall, dass dieser lange Zuglauf von Dortmund nach Oberstdorf auch die Nummer 2013 trägt. Ich weiß nicht mehr, wie viele von euch diese Gepäckbänder kennen, aber das Coole ist, hier in Immenstadt gibt es sie noch und sie funktionieren. Damit kann man sehr komfortabel sein Gepäck nach unten befördern und ja, gibt, ja, so macht es mehr Sinn. Ist an etlichen Bahnhöfen, sieht man sie noch, dann funktionieren sie nicht mehr. Früher in meiner Kindheit, kann ich mich erinnern, war es an relativ vielen Bahnhöfen und ja, hier cool zu sehen, dass es sowas noch gibt und hier auch funktioniert. Und jetzt habt ihr mal die Live-Vorführung gesehen, wie praktisch sowas sein kann. Wir sind jetzt hier in Immenstadt. Eben gerade hat es noch ein bisschen getröpfelt, jetzt kommt die Sonne raus und was ist, wenn die Sonne rauskommt, es kommt natürlich kein Zug. Von daher, die Spannung steigt, ob jetzt der Intercity, der soll in etwa einer Viertelstunde mit Verspätung kommen, ob der dann halt auch im schönen Sonnenlicht kommt, wäre natürlich cool. Hier im Hintergrund noch richtig dunkel, dann im Vordergrund der Intercity. Es kann sein, dass eine blau-beige Lok vorne dran hängt. Also deswegen, jetzt wird es richtig spannend, ob eine richtig coole Aufnahme noch bei rauskommt oder ob wir zwar mit viel Spaß im Gepäck, aber ohne schöne Aufnahme nach Hause fahren. Und von daher, ja, das ist jetzt immer so der Reiz bei dem Hobby und den kosten wir jetzt hier voll aus.
jetzt auf der Rückfahrt haben wir wieder ein paar Minuten Verspätung. Von daher sind wir jetzt mal gespannt. Unser Anschlusszug diesmal in Buchloe wartet. Im Übrigen, es heißt wirklich Buchloe. Also das E hinten spricht man mit, nicht so wie in Norddeutschland mit Itzehoe und Bad Oldesloe. Genau. Aber ja, sind wir jetzt mal erst gespannt, ob der Anschluss überhaupt wartet. Tobi, richtig geile Aufnahmen, richtig Stimmung, Bombenwetter, geil, Mann, so muss es sein, nicht? Ja, ihr habt es gesehen, Blaubische 218 war zwar vorne, dafür aber wieder die Sonne weg und von daher, ja, Bilderausbeute, naja, reden wir mal nicht drüber oder wir sind sarkastisch, also wir haben gute Laune, ihr seht, ja. Das ist schon mal gut, von daher würde mich jetzt interessieren, wie hat dir sonst unser Tag heute so gefallen und was ist dir so aufgefallen eigentlich auch heute? Ja, also es war auf jeden Fall mal schön in die Berge zu fahren, das halt diese Natur drumherum, diese Imposanz zu sehen, das war halt richtig schön. Und auch das ganze Ländliche, das habe ich ja, also gibt es ja in Hamburg auch, aber da ist halt Flachland und genau, so sind halt andere Dimensionen. Das war halt ganz schön anzusehen und bemerkenswert fand ich bei der Fahrt, dass die Anschlüsse sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt zwischen zwei verschiedenen EVUs so reibungslos geklappt haben. Wir haben zwar nur, ich glaube, eine Minute Umsteigezeit gehabt. Genau. Also, aber es hat halt funktioniert, obwohl es zwei verschiedene EVUs sind. Ja, ja. Ne, wie man es hier sieht, Go Ahead Bayern, die ja jetzt gerade neu im Game erst drin sind. Ja. Und bei denen läuft es halt echt zuverlässiger, der Betrieb, soweit ich das jetzt beurteilen kann, als zum Beispiel bei der Transef in Hannover, bei der S-Bahn Hannover, die momentan mit Problemen zu kämpfen haben. Genau. Gut. Ich kann das auch nur bestätigen. Mir hat es auch richtig gut gefallen, auch die ganzen Zugfahrten haben mir gut gefallen. Die schönste Zugfahrt fand ich heute im 612er. Das Fahrzeug gefällt mir recht gut, sehr bequeme Sitze. Ich weiß nicht, wie hat dir der 612er gefallen? Ich muss sagen, dem Fahrzeug konnte ich immer nicht so viel abgewinnen. Ich fand immer den Vorgänger, den 610, den 611 klammern wir mal aus, der ist sowieso pottenhässlich, aber der 610er, das Urgestein, sag ich mal, ich immer formschön, der war immer so richtig schön, aber durch den 612er mit dieser Neigetechnik, mir war unwohl, muss ich sagen. Das war meine erste Fahrt und mit dass man wirklich gemerkt hat, dass dieser Wagenkasten sich komplett geneigt hat. Mir war halt stellenweise so, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Also ich hab's lieber, wenn der Zug so richtig schön ruhig dahin gleitet und ich einfach ganz entspannt fahre und am besten nichts spüre. Und das bietet mir halt so ein Neufahrzeug wie Go Ahead es macht oder halt diese klassischen Fahrzeuge wie damals N-Wagen, die halt auch nicht geneigt haben oder so. Aber halt dafür mehr den Komfort hatten und So, dann würde ich sagen, nachdem ihr jetzt noch schön fachgesimpelt habt, hoffen wir, dass wir euch gut unterhalten haben und ihr könnt mal sehr gerne reinschreiben, wie es euch gefallen hat, dieser Vlog, Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Ein Grund, warum man bei Zug 2013 Videos bis zum Ende dranbleiben sollte. Wir haben nämlich noch zwei nette kleine Überraschungen für euch. Die 111 bei der Ausfahrt und hier die schöne 218 416, die wir gleich nochmal schön aufnehmen. Und damit verabschieden wir uns nun aber wirklich für heute und wünschen allzeit gute Fahrt mit der Bahn. Bis dahin. Servus.